Hallo Leute und willkommen zurück zu meinem allerliebsten Lieblingsspiel WoW mit einem hübschen neuen Charakter. Moment, ich muss mal beim Mikrofon was überprüfen. Okay, alles in Ordnung. Ja, boah, sie funktioniert endlich wieder. Das letzte Mal, als ich es testen wollte, da hat kein Server funktioniert. Da war ich auf dem Weg in die größte Stadt hier, Boulder City, weil ich die mir anschauen wollte, aber ich glaube, ich bin gar nicht mehr bis dahin gekommen. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall bin ich irgendwie gestorben. Ja, boah, sie scheint jetzt erst endlich im Beta-Status angekommen zu sein. Es gab natürlich auch einen Vibe. Also all mein geiler Quatsch ist weg. Die ganzen Waffen. Hier, so eine tolle Taschenlampe habe ich natürlich noch. Und ein bisschen Essen, Trinken. Aber so die coolen Sachen, alle weg. Ja, was gibt's noch zu sagen? Keine Ahnung, für das, dass es jetzt eine Beta ist. Gut, die Map ist jetzt anscheinend komplett freigeschalten. Aber so. Hallo, Veränderung. Es sind noch diese gleichen hässlichen Animationen. Diese Schrittgeräusche sind mir immer noch viel zu leise. Und ich ahne fast, dass wenn ich eine Waffe habe, dass ich im Third Person immer noch kein Fadenkreuz habe. Das kann doch nicht denn ihr Ernst sein. Kann man denn so ein unfertiges Produkt als Alpha rausbringen? Okay, das geht ja noch als Alpha. Aber wie kann man das dann genauso unfertig zu einer Beta machen? Ich meine, hallo, ich wurde jetzt beim Einloggen dazu genötigt, mir einen privaten Server zu mieten. Da wurde ich direkt nach dem Einloggen in so einem scheiß WoW-Forum da rein verlinkt. Hier, miete dir einen privaten Server. Schieb uns noch mehr Geld in den Arsch. Wir kriegen nicht genug. Wir werden das Spiel nie weiter programmieren. Wir haben genug Geld. Ja, so kam ich mir vor. Einfach nur noch mehr Geld nehmen, mehr Geld nehmen, mehr Geld nehmen, aber nichts Essentielles verbessern. Hier schön mit Content um sich werfen, was sie sich Map nochmal vergrößern und so ein Stronghold-Scheiße reinbauen und so. Aber von dieser verkackten Physik, die einfach mal komplett ausgeblendet lassen. Ne? So haben wir das gern. Halbfertige Produkte. Tolle Animation. Jesus. Nicht Jesus. Jesus. Turbo Spin. Oh Mann. So sehr habe ich mich auf WoW gefreut und jetzt glaube ich, wir werden nie Freunde, WoW und ich. So, da haben wir eine Military Base, glaube ich. Scheiße, Entschuldigung. Ja. Mach mal den Pfeil da weg. Military Base. Und dann schauen wir da doch mal rein. Vielleicht hat sich jetzt wenigstens an der Loot-Chance irgendwie für eine Waffe oder sowas geändert. Ah ja, das mit der Erfahrung, bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt, oder ob das jetzt schon funktioniert. Ach, mich interessiert eigentlich schon sehr viel von dem Spiel, aber es scheitert dann einfach, wenn ich dann das Spiel ein, zwei Mal gespielt habe und dann einfach, ohne auch nur ansatzweise jemanden bemerkt zu haben, einfach abgeballert zu werden. Oder
keine Ahnung, von einer unsichtbaren Zombie-Horde. Ja, toll, da ist schon jemand. Niedergekloppt zu werden. Dann verliere ich da mein mein Spaß an der Sache. Also ich lasse jetzt mal nicht zu einer Konfrontation kommen, weil ich glaube, ich ziehe mit meiner Taschenlampe den Kürzeren. Problem ist, der ist hier schon durch, das heißt, er wird bestimmt schon lauter cooles Zeug eingesammelt haben. Und ich, ein Döschen Painkillers, kann ich mir in die Unterhose stecken. So, was haben wir hier? Ah, okay, der hat mich noch nicht bemerkt. Könnt ihn ja jetzt abschießen mit meinen Waffen. Das ist ja genauso wie in DayZ. Die Hangars sind total ergiebig. Und rentabel. Ist das ein Torpedo oder was? Oder ein Babyflugzeug? Noch eins. Ein Babyflugzeug mit Babyflugzeugen. Origin? Was soll denn das? Hört mich jetzt aber nicht. Nee. Doch. Na gut, aber bis der hier reinkommt, bin ich hoffentlich schon wieder weg. Da liegt ja gar nichts. Ich frag mich jetzt, ob ich hier Zaun hüpfen soll und da mal gucken soll. Aber dann muss ich alles wieder zurücklaufen, also. Nö. Oh mein Gott. War das der Zombie? Ne, das ist ein Spieler. Hoffentlich macht er mir mal nichts. Ich bin friendly. Ich schreib das auch mal. Friendly! Aber er scheint auch harmlos zu sein. Sonst hätte er mich jetzt schon längst abgeballert. Pew, pew. So, was haben wir da? Wieder Bibi-Raketen mit Bibi-Raketen. Und ansonsten nüscht. Und da ist er wieder. Wow! Eine Dose Painkillers. Die Suche nach den Dragon Balls hat endlich ein oh mein Gott. Ein Ende. Nein, natürlich nicht. Nach den Dragon Balls. Mann, genau da, wo ich jetzt nach einer Waffe suchen sollte, muss der sich drauf höcken. Ja, komm, geh weiter. Dann schaue ich hier mal schön nach einer Waffe. Da ist dieser Tunnel. Nee, da gibt's keine Waffe. Da gehe ich jetzt mal geschmeidig in den Tunnel rein. Der war nämlich zur Alpha-Zeit ein sehr gern besuchter Ort. Wegen Waffen. Und wer wartet denn da oben? Ist das ein Zombie? Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal weiter. Ja, worauf ich hinaus wollte. Die Suche nach den Dragon Balls ist endlich beendet, denn wir haben Eidöschen Painkiller gefunden. Scheiße, wo komme ich denn da hoch? Nein, nicht rennen hier jetzt. Soll ich auch auf Zombies am Arsch? Ich will aber schnell den Hubschrauber looten.
Alter, mir ist es trotzdem noch zu leise. Ah, schon besser. Okay. Komme ich denn da hoch, verdammte Axt? Ja, da. So. Liebe Warsi-Götter. Bandagen, genau das habe ich mir gewünscht. Ich wollte nämlich überhaupt keine Waffe. Ich wollte nämlich mit Bandagen um mich werfen. Ja. So habe ich das erwartet. Oh. Double Barrel? Ja! Eine Shotgun und kein Fadenkreuz. Habe ich es euch nicht gesagt? Na gut, ihr wollt eh First Person. Dann gebe ich euch First Person. Und zwar mit der hässlichsten Double Barrel Shotgun, die ich je gesehen habe. Okay, wer kommt? Oh oh. Holen wir uns den. Ich will seine Pistole. Und es ist ein anderer Spieler, zu dem habe ich nicht friendly gesagt. Wo ist er? Oh mein Gott. Hilfe. Hä? Wo ist der? Falls der da oben ist, so wie es anhört, wie ist der da hochgekommen? Ah, Scheiße! Alter, das kann doch nicht wahr sein. Mein Gott. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr mit einem Spieler gerechnet. Ich habe schon gedacht, wieder das ist irgendein so ein unsichtbarer Bastard. Und ja, dann habe ich ihn jetzt auf den letzten Blick da in diesem Eckchen gesehen. Aber da war es schon zu spät. Dann hat er schon geschossen. An dieser Stelle wollte ich dann mal sagen, scheiß Faker, Mini-Hoden. Hä? Wieso kann ich jetzt meinen Namen wieder nehmen? Igitt. Nimm mal so eine hässliche Tussi. Nee, komm. Also bis gleich, Leute. Obwohl, was spricht gegen die Charaktererstellung? Hihi. Nimm mal so einen Hulk Hogan-Verschnitt. Der ist ja auch super getarnt hier. Wow, ich bin Hulk Hogan. Ich bin perfekt getarnt für die Zombie-Apokalypse. Und an dieser Stelle, fuck you, Faker, ihr habt kleine Hodensäcke. Dann machen wir das Ganze doch mal mit Nullen statt mit O's, dann müsste das doch funktionieren. Aha, ich habe euch ausgetrickt, because ich bin Hulk Hogan, ihr kleinen Blödmänner. Ha 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 ha.
Okay, dann jetzt aber. Bis gleich, Leute.